Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir haben hier ein neues Magazin und zwar Wuselgusel Wissen mit Wumms. Ja, ich weiß gar nicht, ob es die aktuelle neue Ausgabe ist. Die Nummer 10 kostet in Deutschland 3,99 Euro. Mit dabei, ich habe schon hier weggemacht, Sea Monsters und Co. gibt es immer noch. Das ist gefühlt Asbach, uralt. Von wann haben wir hier irgendwie 2017, Leute, 2017. Wahrscheinlich haben sie da zu viel produziert, die Damen und Herren von D'Agostini. Und jetzt wird es hier halt auf diese Magazine draufgeklebt. Wobei, ich finde es nicht schlecht. Ich freue mich. Seemonster sind immer gut, vor allem wenn es Tiefseefische sind. Ich fahre da voll drauf ab, ne? Und dann haben wir hier auch noch Lego Trading Card Game mit dabei. Wir werden das alles auspacken. Aber zuvor kurzen Blick in dieses Magazin hier werfen. Hier haben wir schon so einen Anglerfisch oder... Ne, Fangzahnfisch steht hier aus der Tiefsee. Hammer krass die Viecher. Ich glaube, ich würde tot umfallen, wenn mich das Ding hier aus dem Dunkeln anguckt. Ohne Scheiß, ne? Ja, bei Tiefsee muss ich immer an SpongeBob denken, ne? Die eine SpongeBob-Folge, wo sie da mit dem Bus falsch fahren und die Tiefseebewohner, die da immer nur sagen, ne? Ich bin sauer. Gut, okay. Das Ding hier hat 36 Seiten mit ganz viel Wissen und Wissenswertem, Rätselspaß und so weiter und so fort. Leben im Dunkeln, Tiefseefische, das möchte ich mir anschauen und natürlich auch das Poster. Darum gehen wir hier mal ganz flott zur Seite 6 und 7 und hier haben wir es auch schon tiefer als tief. Die Tiefsee. Je tiefer Forscher in die Meere hinabtauchen, desto seltsamer sehen die Lebewesen aus, die ihnen begegnet. Ich weiß gar nicht, ich brauchte eigentlich nur vor der Haustüre gehen. Ja, Spaß, ne? So, das hier ist so ein Anglerfisch, meine ich. Hier, Laternen sind im Dunkeln eine äußerst praktische Angelegenheit. Der Tiefsee-Anglerfisch lockt damit seine Beute an. Ja, dann haben wir hier auch bekannt der Blobfisch. Und wenn man den hochholt, dann sieht er so aus. Nicht wirklich prickelnd. Und hier unser tolles Extra Sea Monsters und Co. In jeder Tüte steckt einer von 21 verschiedenen Gruselfischen. Welchen hast du? Ich bin gespannt, ob es der hier ist. Wir werden das sehen. So, dann blätter ich eine Seite weiter. Und hier haben wir noch ein paar Fakten zur Tiefsee. Übrigens, Comic haben wir ja auch mit drin. Ja. Das hier möchte ich kurz mit euch zusammen durchlesen, weil ich finde es echt interessant. So, tief, tiefer, am tiefsten. Was ist eigentlich die Tiefsee? Wusel hat sich das Ganze mal genau angeschaut. So, also hier, wir haben verschiedene Einteilungen des Meeres und es beginnt hier in der lichtreichen Zone. Das Meer ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Hier steht es auch, alles beginnt mit der obersten Zone, die man lichtreiche Zone oder jetzt kommen die Worte, hey, Epiphalagial nennt. Wird es ausgesprochen? Epiphalagial nennt. Ja. Sie reicht von der Meeresoberfläche bis in 200 Meter Tiefe. Bis dorthin dringt noch Sonnenlicht ins Wasser, weswegen in diesem Bereich eine Menge Pflanzen wachsen. So, dann kommen wir hier in die zweite Zone, in die Dämmerungszone. Als nächstes kommt das Mesopelagial oder die Dämmerungszone. Hier beginnt die Tiefsee. Was? Hier geht's schon los? Sonnenstrahlen haben in dieser Tiefe keine Chance mehr, also gibt es auch keine Pflanzen. Die brauchen nämlich Sonnenlicht zum Überleben. Okay, dann kommt hier schon die Mitternachtszone. Ab hier herrscht ewige Nacht, deshalb heißt diese Zone Mitternachtszone oder Batipelagial. Sorry, ich spreche es garantiert falsch aus, ja. Außerdem ist das Wasser nur noch knapp über 0 Grad Celsius warm. Der Druck hier unten ist so hoch, dass es sich anfühlt, als ob auf jedem Zentimeter deines Körpers ein schweres Auto stünde. Ja, dann geht's hier in die bodenlose Tiefe. Jetzt wird es heftig. Dieser Bereich des Meeres heißt Abyssopelagial. Übersetzt also bodenlose Tiefe. Die meisten Ozeane sind nicht tiefer als diese Zone. Leben gibt es hier unten aber immer noch in Hülle und Fülle. So, dann haben wir hier noch eine Zone und zwar der Tiefseegraben. Ganz unten ist das Hadopelagial. Hier liegt der tiefste Punkt der Erde.
Der Marianengraben. Über Tiefen wie diese wissen wir noch so gut wie gar nichts. Nur dass selbst in dieser feindlichen, dunklen, kalten, leeren Welt gibt es Lebewesen. Ne? Und hier haben sie so einen abgebildet, ein Bostonwurm. Bostonwürmer schrecken auch vor den tiefsten Tiefseegräben nicht zurück. Ne? So sehen die aus, die Viecher. So, hier haben wir den Dumbo-Octopus. Ne? Dumbo, der Elefant, der fliegen kann mit den großen Ohren. Dann hier in der Mitternachtszone, da haben wir noch wirbellose Tiere, wie zum Beispiel Kraken. In der Dämmerungszone, da schleicht der Hai durch die Gegend. Und in der lichtreichen Zone, da haben wir zum Beispiel Lippenfische. Ich nehme an, das sind so Korallenfische. Ja, krass. Okay, also interessant. Jetzt schauen wir uns noch das Poster an. Und da haben wir hier in der Mitte einen Leoparden. Cooles Poster, tolle Pose. Das Fell ist halt der absolute Oberknaller, oder? Sau cool. Auf der Rückseite, ja, da haben wir noch Wuselgusel drauf, ne? Genau, hier, Nobelmoor, Skelette, wunderbar. Würde ich gerne alle auspacken, aber ja, ist mal alles ein bisschen zu teuer. So, haben wir eine Vorschau drin. Oh, eine Spinne drauf. Ja, vielleicht haben wir sogar irgendwie eine Spinne drin. Spinnenhaarige Krabbler. Cool, ja, mal gucken. Ne? Und Löwenzahn, das Magazin mit Gecko. Sau cool, sau cool. Den hier hatte ich euch schon mal vorgestellt, die Ausgabe mit diesem Gummi. Quetschkürbis. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt, was wir hier in den Tütchen noch mit drin haben. Ich beginne mal hier mit den Lego Sammelkarten. Ist das neu? Ist das schon älter? Ich habe keine Ahnung. Steht hier irgendwie was drauf? Copyright 2021, also noch von letztem Jahr. Was gibt's hier denn alles? Es gibt hier Standardkarten, 202 Karten insgesamt. Boah, 41 Dinosaurierkarten, 27 Menschenkarten, 36 Aktionskarten, 13 Fallenkarten, 27 Puzzlekarten, 16 Neonkarten, hört sich gut an, 23 Holofolienkarten, wird immer besser, 9 Megakarten, 10 Ultrakarten, eine in jedem fünften Booster. Okay, also 5 Sammelkarten pro Booster. Schön, ja, dann lasst uns die mal anschauen. Wie haben sie die gemacht? Wie haben sie die gestaltet? Sind die cool? Ich bin gespannt. Wir haben hier... Was unterdrückt? Was geht hier los? Zeige deine Hand, wirf alle Dinosaurierkarten ab. Das hier ist eine Fallenkarte mit einigen Velociraptoren. Dann haben wir hier, was ist das? Eine Puzzlekarte. Sieht zumindest so aus auf der Rückseite. Ja, nicht spektakulär jetzt wirklich, ne? Wir haben hier... Oh, eine Glitzerkarte. Sehr schön. Aha. Mega-Dino-Angriff, Echo und Delta. Und hier seht ihr auch die Werte 52, 78, 92 und 39. Also, die glitzert schön. Was haben wir als nächstes? Wir haben hier Action-Dino-Mac. Naja, die Werte seht ihr ja, brauche ich nicht extra vorlesen. Dann haben wir hier, oh, den Indominus. Okay, auch hier könnt ihr die Werte erkennen. Doppeldino-Angriff, Allosaurus und Indominus Rex. So sieht das hier aus. Nett. Und hier haben wir halt die Erklärung zu den Karten, was es alles gibt. Okay. Ja, das kann man hier auseinanderfalzen. Die Kartentypen werden hier erklärt, was es alles gibt. Wir haben es ja eben schon ganz grob durchgelesen. Basisspiel. Dann hier die Startphase, Duellphase, die Endphase. Dann haben wir hier sogar noch ein Profispiel mit Menschenkarten, die Aktionskarten, goldene Regeln, die Vorderseite, Rückseite. Ne, das gibt dann auch noch Bilder. Ja, Fallenkarten und so weiter und so fort. Also, okay. 5 Karten insgesamt, die wir hier drin finden. Sehr schön. So, jetzt kommen wir hier zu den Seemonstern und Co. Fakten und Infos zum Sammeln. Collect them all. Ein Meeresmonster plus ein Mini-Poster. Bin ich mal gespannt, was wir hier drin haben. Serie, wie schon gesagt, von 2017. 2,50 per Packung hat es gekostet. Ja, dann schauen wir uns erstmal das Infoheftchen an. Der Langnasenlanzenfisch. Ich glaube, dass ich genau den schon mal aus so einem Magazin rausgeholt habe. Ich kann mich täuschen, aber ich meine, den hätte ich schon mal gezogen. Den Kannibalenfisch, ne? Ist ja krass. So, hier
haben wir eine Abbildung vom echten Fisch. So sieht der Kerl hier aus. Krass. Dann hier die Zeichnung. Und was schreiben sie dazu? Auf Deutsch. In verschiedenen Sprachen hier übrigens. Ne? Cool gemacht. Der Alepisaurus ferox. Länge bis zu 2 Metern. Lebensraum in allen Meeren. Tiefen 1000 bis 1900 Meter. Merkmal schlangenähnlicher Körper. Scharfe Zähne. Eine Echse ohne Schuppen. Dieses Seemonster kann bis zu 2 Meter lang werden und satte 12 Kilo wiegen. Es sieht furchteinflößend und abschreckend aus, weil ihm die Natur unheimliche Augen und einen tiefen Schlund verliehen hat, an dessen Eingang lange spitze Zähne sitzen. Sein wissenschaftlicher Name Alepisaurus, was aus dem Griechischen kommt und so viel bedeutet wie Echse ohne Schuppen, hat dieser Fisch dem gegabelten Schwanz und seiner dünnen, schlanken Körperform zu verdanken, die der einer Echse ähneln in allen Weltmeeren. Der Langnasenlanzenfisch lebt in den Tiefen der Ozeane und bevorzugt generell tropische und subtropische Gewässer. Im Sommer wandert er jedoch in mäßig warme Zonen. In der Fortpflanzungszeit begibt er sich auf die Suche nach besseren Orten zum Laichen und nimmt es in Kauf, dabei auch große Entfernungen zurückzulegen zu müssen. Dank seiner enormen Anpassungsfähigkeit ist er in nahezu allen Meeren der Welt vertreten. Kein bisschen wählerisch. Dieser unbarmherzige Räuber jagt sowohl tagsüber als auch nachts und macht vor keinem Meereslebewesen Halt, das in seine fürchterliche Fänge gerät. Der Langnasenlanzenfisch hat einen gesegneten Appetit und wenn er hungrig ist, verspeist er buchstäblich alles. Seine Jagdstrategie ist der Hinterhalt. Er verharrt unbeweglich, um nicht aufzufallen und wartet auf Beute. Wenn diese nah genug ist, schnellt er wie eine Feder hervor, um überraschend zuzuschlagen. Er ist kein ausdauernder Schwimmer, kann jedoch plötzlich beschleunigen und äußerst geschickt rasch die Richtung wechseln. Wenn er seine Beute erreicht hat, packt er sie mit seinen kleinen dreieckigen Zähnen und zerkleinert sie. Trotz dieser wirksamen Waffen muss er sich vor Fischen in Acht nehmen, die größer sind als er, etwa vor Thunfischen, Haien, Gotteslachsen und Robben. So, hier die Werte, Größe, Gefräßigkeit, Pfiffigkeit und die Tiefe. Okay, ja, ja, was eine Hammerbeschreibung. Was für ein Steckbrief, oder? Wie cool, echt super. Ja, und hinten drauf seht ihr alle, die es zu dieser Serie hier gibt. Oh, hier ist sogar auch noch der Blobfisch mit dabei. Ne? Also, coole Serie. Bin ich mal gespannt, ob ich den tatsächlich schon mal hier rausgeholt habe. Ich meine, ich hätte den schon gehabt. So, und... ja, den hatte ich schon. Den hatte ich schon mal in einem anderen Magazin hier rausgeholt. So sieht er aus. Gummimäßig, ohne Ende. Ihr könnt den stretchen, ihr könnt den drücken, dehnen, verdrehen, so wie es euch am besten gefällt. Ja, Grundfarbe ist hier grau, hat hier noch einen blauen Strich bekommen und die Flossen haben sie hier schwarz gemacht. Ne? Sieht cool aus. Ja, gefällt mir gut. Hat auch eine nette Größe, bleibt doch stehen. Ja, er bleibt sogar stehen. Wir haben hier eine Länge von gut 13 cm. Ja, der Langnasen-Lanzenfisch, der Cannibalfisch. Die Zähne haben sie ja auch noch einigermaßen groß und spitz angedeutet, aber innen nichts mehr bemalt. Ja, man kennt die Figuren von D'Agostini schon okay. Also kann man auf jeden Fall Spaß mit haben mit den Viechern. Ne? So, hier nochmal das echte Tier, links, rechts die Zeichnung von D'Agostini und hier, was wir kriegen. Das ist okay, das kann man angucken. Nette Heftbeilage, gefällt mir gut. Und herrlich wackelig das Ding, da halt komplett aus Gummi. Cool. Ja, und damit wären wir auch schon am Schluss angekommen. Wusselgusel, die Ausgabe Nummer 10, kostet in Deutschland 3,99 €. Mit dabei hier Sea Monsters und Co. In diesem Fall habe ich den Langnasen-Lanzenfisch gezogen. Hier mega Beschreibung mit dabei. Also das ist echt super. Also wirklich, da muss ich sagen, absolut top das Ganze. Und dann hier auch noch diese Trading Cards, die Sammelkarten zu Jurassic World. 5 Karten könnt ihr hier kriegen. Plus eine Spielanleitung, die ihr in dem Booster-Tütchen drin findet. Gut, dann würde ich sagen, was ist dazu? Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Ruppi. Yay! Yeah.